Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist euer Stürmi. Ja, heute Orakel ist das Champions League Spiel Ajax Amsterdam gegen Tottenham. Ajax im Hinspiel auswärts 1 zu 0 gewonnen. Ja. Also könnten sie mit einem Unentschieden eigentlich weiterkommen. Ja, wir schauen uns gleich mal die Aufstellung an. Aber erst werden sich die Mannschaften erstmal Shakeheads geben gleich. Na, hier kommt erstmal die Aufstellung von Ajax. Onana, Feldmann, Delikt oder Blind, Tagliafico, dann Schöne, De Jong, Van de Beek, Ziyech, Neres und Tadic. So, die Shakeheads zwischen den beiden Mannschaften. Und hier kommt die Aufstellung von Tottenham. Hugo Lloris im Tor natürlich, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Alisson und Kane. Also eine super Mannschaft. So, hier schwören sich nochmal Tottenham ein. Und es kann losgehen. Die erste Halbzeit spiele ich mit Ajax. Zweite wird dann mit Tottenham gespielt. Ich wollte es halt wieder mit jemandem aufnehmen, aber keine Ahnung, ob der keine Zeit hatte. Ist aber nicht so schlimm. Der war schon mal gar nicht schlecht hier. So, erste Ecke für Ajax. Die war nicht so ganz toll. So, Einwurf. So, Tottenham im Ballbesitz. Ah, oh, Ajax behauptet sich den Ball. Ah. Da haben sie den wieder verloren. Schade. Ja, Ajax, viele junge und schnelle Spieler im Team. Ich bin mal gespannt, wie die Mannschaft nächstes Jahr aussieht, weil da werden ja wahrscheinlich sehr viele abgeworben. Dadurch, dass Ajax jetzt so weit gekommen ist und ja. Also Delikt oder Delikt, wie der heißt. Dann De Jong, Ziyech. Ich glaube, Ziyech war sogar mal im Gespräch mit Bayern München. Ajax. Ajax. Ja, die Zuschauer stehen hinter Ajax. Ah, schön zusammen gespielt. Und da ist das 1 zu 0 in der 15. Minute. Durch. Ja, durch wen ist das? Ist das hier Zürsch? Könnte sein. Oder ist das Tadic? Wir sehen. Ah, Neres ist das sogar. Okay. Ja, ich kenne die Spieler leider nicht so. Tut mir leid. So, 1 zu 0 Führung. Ja. Damit werden sie auf jeden Fall weiter. Hey, was soll das? Ja, Ajax lässt nicht nach. So, über außen. Der war nicht schlecht. Aber Loris hält ihn ganz souverän. So, Tottenham kommt so langsam. Ah, nein, doch nicht. Oh ja, der war gut.
Oh, ein Eckball wieder für Ajax. Boah! Das 2 zu 0 für Ajax in der 26. Minute. Durch Delight oder Delight. Delict. Ich glaube, manche sagen sogar Delict. Ja, das 2-0, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Also ich tippe auf ein 1 zu 0 für Ajax. Ja, Ajax bleibt dran. Ja. Oh, was war das? Das war wohl nix hier, Ajax. So, 30. Minute. Aber die zweite Halbzeit kann sich ja nochmal ändern, weil ich werde ja mit Tottenham in der zweiten Halbzeit spielen. Oh, Loris ist gar nicht so souverän im Moment. Ich glaube, der ist überrascht, wie Ajax hier aufspielt. Kommt oder schnell den Ball wieder. Sie kämpfen richtig, die Ajax-Spieler. Richtig gut. Jetzt kommt Tottenham. Oh, schöner Pass. Schöner Pass. Neres. Und zur dritten Ecke, glaube ich. So, hier wieder über außen durch Delict oder Delict. Oh, keine Ahnung. So, erste Halbzeit ist beendet und Ajax führt hier 2 zu 0. Ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie das Spiel ausgeht. Also Hinspiel ging auswärts 1 zu 0 für Ajax aus. So, jetzt werden wir die Seite ändern. Doch so. Zack. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Son, Ali, Winks, Eriksen, Sissoko, ja. Yeah. Also ich spiele lieber mit Dier. So. Kane und Son, ja. Sonst sieht es eigentlich recht gut aus. Okay. Dann gehen wir in die zweite Halbzeit und los geht's. Also, falls ihr fragen wollt, auf was hier für eine Schwierigkeitsstufe ich spiele, es ist Profi. Tottenham hat den Anschlusstreffer gemacht. Sehr gut. Durch Harry Kane. Richtig gut. Okay.
Also wenn jetzt noch das 2-2 kommt, wäre Ajax trotzdem weiter. Oh ja. Oh, 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 oh. Ah, das war mal ganz gefährlich. Oh, gut gerettet hier. Ajax jetzt unter Zugzwang. Und ins Aus. So, Neres geht raus, okay. La Byard kommt. Noch nie gehört. Jetzt wieder Ajax am Zug. Oh, oh, die kommen immer näher zum Tor. Ja. Oh, au, au. Das hätte können das 3-1 sein. Oh, sehr schön. Trippier. Trippier. In die Mitte. Oh, nein. Gelb für Ajax. So, Freistoß. Oh, oh, oh. Aber ein Konter mit einem Mann. Na, jetzt kommen die anderen. Oh, oh, oh. Alles klar. Sehr schön gespielt durch Ajax. 70. Minute. Okay, dann geht's hier weiter. Gucken, ob hier Tottenham wieder den Anschlusstreffer macht. Au. Kommt schon. Ja, Ajax spielt sehr schön zusammen hier. Schönes Kombinationsspiel. Oh, oh. Gut, und jetzt. Oh nein! Greift da jemand an? Oh, wow, wow, wow. Das hätte können das 4-1 sein. Also Ajax richtig stark. Mal schauen, wie es im Real Life wird. Oh, das hätte ein Eigentor werden. Glück gehabt hier. Ah, das war kein guter Eckball hier. So, noch 10 Spielminuten. Wird hier Tottenham noch was reißen können? Also ein Unentschieden würde schon mal nicht reißen. Onana hält den Ball ganz sicher. Also Ajax ist echt gut hier. Also ich würde hoffen, dass Ajax weiterkommt. Weil die haben sich so rangekämpft hier überall in den ganzen Spielen und so weit gekommen.
Nein, das gibt nichts, oder? Ach, ganz schlecht gespielt durch Tottenham. Ach, das war immer ganz schlecht gespielt durch mich normalerweise. Ja, und das war's mit dem Orakel. Ja. 3-1 geht das Orakel hier aus. Ich denke, es wird ein 1-0 für Ajax. Und somit käme dann Ajax weiter. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Orakel oder Video. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.